Moin, ihr Körperhalten. Heute neuer Tag, neues Glück. Mal gucken, ob wir Glück haben. Hat ja mit dem Fischen nicht so ganz geklappt mehr. Außer, dass ich mal wieder halt schön die Köder hier opfert habe. Die Angelläden freut's. Ja, was steht heute auf dem Plan? Wir wollen halt am Badestrand. Richtig, wir wollen eine Stelle, wo Ian, sein kleiner Bruder, auch mal ins Wasser kann, mal auskundschaften. Das ist Lenz. Und wollen uns nebenbei auch noch ein bisschen Lenz angucken. Also, bleibt dran. Jo, wir wieder sind jetzt hier in Lenz angekommen. Ja. Die Fahrt war der Kracher. Eine alte Buckelpiste, ein bisschen Teer drüber, du bist wirklich wie. Und dann alle 30 Meter, oder gut, alle 120 Meter ein Schild, 60. Wenn du da 60 fährst, ja, dann hast du da mehr Kreuze als Bäume in dem Wald. Also unglaublich da. Aber erster Eindruck von Lenz. Wir gucken noch weiter und nehmen uns mit. Wo sind wir hier? Weißt du das noch? In Lenz. Genau. Und was ist da drüben? Lenz. Ja, da ist auch Lenz, na klar. Aber da ist die Brücke, wo wir mit dem Ausflugsdampfer gefahren sind, wo es immer hoch und runter ging. Ja. Genau die Brücke. Entschuldigung, deswegen. Können wir mal zeigen aus der anderen Perspektive. Und die Frau da hinten auf dem Schiff, die guckt wie deine Mutter aus. Okay. Ich glaub, das ist eh so. Bitte. Papas Mutter. Das könnte auch sein, deine Oma. Ja.
So, wir sind jetzt hier in Lenz am Strand. Haben natürlich auch Finch noch getroffen. Ja. Du hast doch einen Hut auf. So, Ian, zurück aus Lenz. Wie war's? Gut. Was gut? Na, ich fand's dort schön, war schön ruhig abgelegen. Ja, der Strand war ganz cool, ne? Ja. War auch schönes Wetter. Naja, gucken. Wir machen noch ein bisschen was. Bleibt dran. Den Haken ab? Nein. Er befreit sich denn einfach. Das kann manchmal passieren. Passiert einfach. Dann hat er eine Drehung gemacht und dann ist er vom Haken.